Ich begrüße euch zu einer Folge Tales of Symphonia. So, ich bin ein Trottel. Will ich mal kurz anmerken. Denn, ja. Ich weiß jetzt, wieso ich im letzten Part an der einen Stelle nicht weiterkam. Das werden wir jetzt mal hier berichtigen. Aber erstmal will ich kurz hier eine Verbindung schaffen. Dass ich hier immer rüber kann und so. So, genau. Ich muss nämlich die ganzen Knöpfe hier quasi ausschalten, dass die Treppe dort erscheint. Die war nicht da und ja, das ist die Schuld, dass hier die ganzen Knöpfe an waren. Ich kann jetzt hier den hier ausmachen. So, der geht aus. Und der müsste ausgehen. Jetzt müsste, oder auch nicht, warum bin ich dumm? Warte mal. Denkst du das, Leute, ja? Das, ich hab das kurz... Hä? Warte mal, hab ich jetzt irgendwas vergessen oder so? Moment. Ich glaube, ich bin einfach dumm. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, ich bin eh immer dumm, aber... ja. Keine Ahnung. Warte mal. Muss ich hier vielleicht noch was drücken? Warte, Moment. Ach, der muss noch aus, oder? Ja, genau. Jetzt nehme ich dort die Treppe da. Dann kann ich hier wieder raus. Genau. Ich speichere vorher einfach nochmal. Da nochmal. So. Jetzt kann ich hier hoch. Und dann gehen wir jetzt nochmal hoch und können dann dort weiter und so. Hier muss ich gelb. Glaube ich, hoffe ich, denke ich, was auch immer. Hier dann rot, denke ich. Da lag jetzt was, egal. Aber ich bin eh wieder nur eine Falle, keine Ahnung. Hier vielleicht auch gelb, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es gelb oder wieder rot ist, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, jetzt muss ich rüber zum roten. Kämpfen nochmal eine Runde, würde ich sagen. Wie du sagst das so oft, Leute? Bist du jetzt so, selbst, nicht selbst, nicht selbstverliebt, sondern, selbst auf dich, jetzt fehlt mir das Wort. Bist du jetzt so selbst von dir überzeugt, dass du denkst, aha, das wäre sicher Gewinn oder was? Oder ist es einfach, dass ich vielleicht überlevelt bin? Das kann ich mir auch vorstellen. Bei Tales of Berseria ist es zum Beispiel so, wenn man da ein zu niedriges Level hat, sagen die Leute halt sowas wie, wir haben keine Chance oder sowas in Richtung. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich jetzt hier gerade überlevelt bin oder so. Und deswegen die Leute halt alle so voll optimistisch sind. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber ich kann es mir vorstellen. You're gonna regret this. So. Hier ploppen gerade 1000 Schadenszahlen auf, das ist ziemlich cool. Das mag ich auch immer in den Tales-Spielen. Wenn immer alles irgendwie so mit Schaden explodiert und Schadenszahlen explodiert und alles einfach explodiert. Ja, genau. So. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier ist was. Joa. Das wiederum weiß ich jetzt halt nicht. Muss ich vielleicht doch eins von denen anlassen? Och, was ist das denn für ein Schwachsinn? Übrigens kommt mir richtig schlecht hoch, nur mal so nebenbei. Oder ist hier nur ein Item und hier komme ich gar nicht wirklich weiter? Moment! Ich, ja, bin irgendwie jetzt komplett ratlos, wo ich eigentlich hin muss gerade. Ich würde sagen, wir suchen einfach noch ein bisschen weiter rum. Wenn nicht, dann schaue ich halt nach. Geh weg, ich will nicht mehr kämpfen eigentlich. Ach, dann mache ich einfach. Ich habe sehr gut, sehr schnell meine Meinung geändert auf jeden Fall. Sehr schön. So, aua. Das war dumm. Egal. So. Jetzt stirb einfach und nerv mich nicht. Das wäre voll cool von dir. Dankeschön.
Ja, ja, das ist richtig, Kratos oder so. Da war noch was davor, egal. So, wo bin ich jetzt? Ich bin voll ver... Ich komme hier überhaupt nicht klar mit den ganzen Gängen und Wegen und einfach allem. Und ich komme nicht damit klar, dass die Gegner verschwinden, wenn man diese scheiß Radar anmacht. Das ist ja ganz ehrlich, das ist doch Kacke. Mann! Das ist irgendwie... Kannst du mich nicht schlagen, bitte? Das ist ja mega cool von dir. Das ist irgendwie so ein bisschen nervig, dass die verschwinden. Mann, ich wollte den letzten Schlag landen, Kratos. Meine Güte. Muss immer das Beste für dich aufheben. So, wo bin ich jetzt? Ich habe keinen Plan. Ich muss wahrscheinlich... Ich habe wahrscheinlich irgendwo irgendeinen Teleporter übersehen, der mir irgendein Item gibt, weil ich dort oben brauche, dass ich da weiterkomme oder so. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich mag ich solche... Also, Teleporter-Rätsel mag ich nicht, aber ich mag halt irgendwie... Ja, dass man hier mal so ein paar coolere Rätsel hat quasi. Wow, das waren gerade ganz viele Tonspuren übereinander. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Jedenfalls finde ich halt solche Rätsel ganz cool eigentlich. So. Gehen wir mal hier lang. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich die Items mitnehmen, aber das sind ja keine richtigen Items. Das sind ja einfach Gegnerkämpfe und so. Aber der ist rot, ja, hier. Ja, der ist rot, genau, alles klar. Jetzt bin ich aber beim Grünen, der bringt mir ja nichts. Oh, ich hab doch keine Ahnung, Spiel! Überfordere mich nicht so. Du gehst bitte weg. Oh, er ist natürlich in meine Richtung gelaufen, Pisser. Natürlich ist er noch 6. Ja, 6. Natürlich war wie ein 6. Du kannst gut zählen. 4 meine ich. Meine Güte. Ich kann echt nicht mehr zählen. Das ist schrecklich. Ich dachte gerade, Colette ist gestorben, aber ist einfach nur hingefallen. Alles klar. Das ist irgendwie... Das passt zu ihrem Charakter, irgendwie dieses Hinfallen. Sie ist halt so ein bisschen Tollpatschigkeit. Sie ist irgendwie halt voll hilfsbereit und immer nett und klar, aber auch ein bisschen tollpatschig irgendwie teils. Ach ja. Zumindest kommt mir so vor, keine Ahnung. Ich mag Kletterer eigentlich. Ich mag eigentlich alle Charaktere. Leute, wie ich schon mal gesagt, so ein bisschen halt Dummbatz, aber auch irgendwie hat was Besonderes an sich. Jean ist so ein bisschen... Der Klugscheißer, der oftmals einfach sagt, was er denkt. Rain kann ich bisher am wenigsten einschätzen. Und gerade ist er so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie auch noch ein bisschen verschlossen, aber er hat doch irgendwie was Cooles an sich quasi. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich hin muss, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo ist hier ein Weg? Ich habe absolut keinen Plan, aber wirklich absolut keinen Plan. Ich hatte noch nie weniger einen Plan in diesem Spiel als jetzt gerade hier. Ganz ehrlich. Das ist doch... Ich verstehe halt nicht, was die Entwickler gerade von mir wollen. Das ist das größte Problem, das ich gerade habe. Dass ich nicht verstehe, was eigentlich von mir gewollt wird. Aber ja, genau. Ansonsten mag ich halt so rätselartige Gebiete eigentlich, aber ich hasse Teleporter-Rätsel, auch im Pokémon, die sind schrecklich. Ach ja, aber Pokémon ist allgemein schrecklich. Ja, ich musste ja ein bisschen gegen Pokémon schießen jetzt hier, sonst... sonst ist mein Leben nicht erfüllt, Pokémon zu haten. Und trotzdem jetzt play ich Pokémon, ich weiß, ich bin voll seltsam. Nimm einfach das Item mit, ob das irgendwas bringt. Keine Ahnung.
Ja, es ist sehr, sehr gut, Kratos. Also ich werde eigentlich schon zu bequem. Es ist alles okay, Kratos. Es ist alles okay. Aber wir leveln mal hier ein bisschen, würde ich sagen. Kratos, so viel kämpfen. Wir haben auch bestimmt ein Vermögen jetzt schon an Geld angespart. Was auch voll gut ist und so. Nein, ich bin eigentlich nicht ready für das, aber wenn du es möchtest, dann bin ich ready für dich. Ja. Nicht für das, aber für dich. Genau. So. Und Colette hat keine MP mehr. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich packe sie einfach mal wieder raus und paar Crane rein, weil ich habe jetzt keine Lust, ihr noch ein Orangengummi zu geben. So. Rain. Colette. Nicht Lloyd. Meine Güte. So. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich laufe, glaube ich, immer den gleichen Weg, aber ich weiß es halt nicht besser. Wo soll ich denn hin? Meine Güte, so ein Schwachsinn. So. Und tschüss. Never stood a chance. Ich mag die Sprüche der Charaktere ziemlich gern eigentlich. Ha, jetzt bin ich wieder ganz unten, super. Also, ja. Vielleicht, wow, danke schön. Vielleicht muss ich auch eine besondere Reihenfolge abgehen in einen Teleporter, dass ich da irgendwo hinkomme, wo ich dann weiterkomme oder so. Ich hab doch keine Ahnung. Alles schwachsinnig. Meine Güte. So. Beast. Wenn ich dran denke, weil ich nehme das LP übrigens sehr weit im Voraus auf, dass ich das halt wirklich täglich bringen kann und nicht irgendwie ewig keine Parts mehr kommen. Deswegen nehme ich das LP im Voraus auf. Vor allem, weil ich, keine Zeit mehr haben werde demnächst. Deswegen nehme ich das LP ein bisschen im Voraus auf und ja, genau. Deswegen ja, keine Ahnung. Nehme ich das, wie gesagt, im Voraus auf und hoffe, ich denke dran, hier zu schneiden, weil ansonsten wird das wirklich ein bisschen langweilig. Wenn ich nicht geschnitten haben sollte, tut es mir wirklich leid, aber das liegt dann daran, dass ich die Parts einfach viel zu weit im Voraus aufnehme und dann halt nicht dran gedacht habe. Also ja, es wird auch hier voll anstrengend zum Zugucken, wie ich ja irgendwie ewig rumsuche, aber ich weiß halt nicht, wo ich hin soll. Das ist das Problem. Ich meine, ich spiele es blind, deswegen kann man es noch irgendwie verstehen, oder? Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ich weiß nicht so viel von der Story. Ich kenne mich mit den Rätseln nicht aus. Ich kenne mich mit den Charakteren nicht aus. Ich kann das Kampfsystem nicht so gut, deswegen ich wollte hier oben hin. Kann man das mal ein bisschen verstehen, wenn ich ein bisschen noch struggle. Vor allem mit den Rätseln, würde ich mal meinen. Ist hoffentlich kein Problem. Orangengel. Spannend. So. So. Du gehst sterben, ja? Das wäre voll gut. Ich mag diese Attacke von Genius voll gern, diese Stalagmiten-Attacke. Die ist irgendwie cool, ich weiß nicht. Die gefällt mir total gern. Total gut, was auch immer. Apfelgel, wieso ist das rot? Weil ich keinen mehr aufnehmen kann, oder was? Das Spiel hat also eine 20-Stück-Begrenzung scheinbar. Spannend. Andere Tales teilen eine 15-Stück-Begrenzung. Da ist 20 noch ziemlich gut irgendwie. Was auch immer. Ich habe echt keinen Plan. Jetzt bin ich wieder hier und weiß nicht, was. Das ist doch echt scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe aber bestimmt hier noch irgendwas vergessen oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Mann, so ein schwachsinniges Rätsel. Ich speichere hier nochmal.
Ich hab doch keine Ahnung, ist mal ganz ehrlich. Mann, so ein Bullshit. Ey, bisher wurde die Festung echt irgendwie voll cool. Also, was heißt Festung? Die Menschenform. Aber ab jetzt, als hier das Rätsel kam, war der echt, komm, macht echt keinen Spaß mehr. Weil es einfach, ich weiß nicht, was das Spiel von mir möchte. Möchte es, dass ich eine Reihenfolge abgehe? Möchte es, dass ich irgendwie einen Weg finde, dort bei dem grünen Teleporter weiterzukommen? Ich habe doch keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch irgendwo hier in diesem Dungeon eine Reihenfolge, die ich abgehen muss quasi. Dass mir irgendwo, dass irgendwo steht, ja, du musst dreimal gelb abgehen, dann einmal grün, dass du weiterkommst. Also ich habe doch keine Ahnung, ich war ganz ehrlich, ist doch dumm. Ich möchte eigentlich nur erfrischen. So. Ich mach das hier dann wieder aus. Ist denn hier noch irgendwas? Ja, von hier komme ich ja wieder zu dem Ding hier hin. Warte mal, ich will noch kurz hier runter. Moment. Ist das hier ein Schalter vielleicht? Nee, weil es hier drüber sieht anders aus. Aber nein, ist kein Schalter, alles klar. Oh, Junge. Das ist echt irgendwie ein bisschen dumm, das Rätsel hier. Komme ich hier hin? Geh ich mal hier hoch? Keine Ahnung. Ich hab absolut keinen Plan. Was? Ich bin jetzt einfach irgendeinen random Weg abgegangen und bin scheinbar beim... Ja, okay. Alles klar, Spiel gut, egal. Leute, schau! Okay, ich dachte, es kommt ein Cutscene, aber nur Kampf direkt. Wieder okay, alles klar. Oh boy, also das war jetzt echt anstrengend. Es war bestimmt ein voll gut durchdachtes Rätsel, aber ich war zu blöd dafür. Kennt man da von mir. Ich bin größtenteils nur in gelbe Teleporter reingelaufen. Ich glaube gelb, gelb, rot und dann eigentlich nur gelb, bis ich irgendwann... nur noch in Rot rein konnte oder so, keine Ahnung. Und dann war ich irgendwie beim Ziel und dann, ja, war alles gut und so. Das war wirklich anstrengend. Sehr schön, Genius. You came to rescue me? Yep. Did they hurt you? Are you okay? Yes, I'm fine. Chosen one, everybody, thank you all so much. Don't mention it. There is no time to be celebrating. We still need to take care of Magnus. Assistant Governor General Neil is taking the people imprisoned here to safety. Our job is to secure the control room and assure a safe escape. Dor finally mobilized his plans, didn't he? Yeah. I'm not sure if it's in the control room or not, but in the back is a platform. That leads to a room filled with sparkling lights and other magical looking things. I'll show you the way. It may be a bit dangerous, but we'd appreciate your help. Of course! Follow me! Ich glaube, man kann von dieser roten Plattform aus auf die gewünschte Ebene gelangen. Control room. So, the Forsaken Chosen and her entourage of vermin have finally arrived. Forsaken? You got it mixed up, Magnus. You're the one that's forsaken. Your time here is up. Da war gerade meine Festplatte voll. Oh Gott, dass es ausgerechnet in der Zwischensequenz passieren muss. Egal. Surrounded.
Just like a bunch of stupid vermin. I know your every move. And I know about those inferior beings trying to escape too. How did Neo get in there? That's a projector, a product of Magi technology. It's a device that displays images of people and things that are far away. We were displayed on here as well. Oh no, they're trapped! A wasted effort. Everything you've done is meaningless. How so? We can rescue everyone after we take care of you. Big words from someone whose futile actions caused the disaster at Isalia. That was... I know. How about I recreate that incident using the vermin on the projector? Watch. I'll unleash their X-spheres and turn them into monsters! No. Stop! Come on now. I'll be more than happy to turn them into monsters. Just like that old lady you killed. Just like Marble! Marble? You don't mean... Oh, but I do, my little chocolat. Dear old Granny Marble was sent to the Isalia Ranch, where she was killed by Lloyd. I heard she met a pitiful end. Wait, it wasn't like that. Lloyd tried to save her, but the Desaians turned her into a monster and... Lloyd killed her. No! Chocolat! Damn it! Let her go! Leave me alone! I refuse to be saved by Grandma's murderer! I'd rather die! You mustn't say things like that. Don't throw your life away. Dor will save me! Leave me alone! Right, Dor, huh? Well, whatever. Take her away! Stop! This is gonna be a piece of cake! Ach du Scheiße, das kam jetzt überraschend. Oh Gott! Oh, die... Oh Mann! Die arme Chocolate. Oh, das war jetzt... Das war jetzt böse. Das war jetzt richtig böse. Oh, dieser böse, dumme Magnus, das war ganz ehrlich. A chance. Damn it! How could you idiots allow these inferior beings to defeat you? Fine! I'll take care of you myself. I'll put an end to the Chosen. Right along with you fools who can't let go of your elven blood. You really think you're gonna live through this? Das wird jetzt spannend. So, wir machen einfach mal direkt diese komische Attacke. Ich habe einfach immer noch keine Ahnung, wie ich es eigentlich hier am besten machen soll. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie vielleicht richtig gute Reihenfolgen gibt oder so, keine Ahnung, wo man voll viel Schaden machen kann oder ob man auch irgendwie, ich komme ja erstmal um die Kleine, würde ich sagen, ob man auch irgendwie krassere Dinge machen kann oder so, aber ja, ich habe jetzt halt keine Ahnung davon so richtig. Man hat deswegen einfach mal jetzt irgendwas gemacht, keine Ahnung, aua, kannst du nicht.
Jetzt wäre es halt gerade mit Colette am besten gewesen, weil die halt noch eine weitere Attacke gehabt hätte, sodass wir jetzt 4 Attacken quasi machen können. Aber egal. So. Spread, okay, alles klar. Das ist nice. So, Flame Lance. Aua. Aua. Bitte, bitte stirb einfach Magnus. Aua. Ich will mal kurz ein Item haben. So. Das läuft eigentlich ziemlich gut gegen ihn, würde ich mal so meinen. Das einzige Problem, was wir haben könnten, wären die TP von manchen Leuten. Aber darum werde ich mich dann kümmern, wenn es soweit ist, wenn wir keine mehr haben. So, Moment. Wir kümmern uns erstmal um die gute Rain. Aua. Das. Jetzt wird es langsam ein bisschen böse. So. Ich frag mich, wie viele Leben er noch hat. Keine Ahnung. Egal. Das wird bestimmt noch irgendwie hier klappen. Denke ich mal. Aua, ich wollte gerade. Aua, ich wollte gerade weggehen, Pisser. Okay, Tempest macht gegen ihn nicht so viel Sinn. Auf jeden Fall. So. Aber es. Aua. Läuft ganz gut, würde ich mal meinen. Also, so halb gut. So halb gut irgendwie. Dieses Spread ist natürlich immer ziemlich cool von Genus. Aua. So. Ha! Und doch mit Tempest. Und eine Bunch of Kids sind wir jetzt nicht wirklich. Ich meine, wir haben 2 Erwachsene, die haben wir egal. How? How could a superior half-elf like me? It's because you are a fool, Magnus. Crucius has accepted Colette as the chosen. What? That's right. Colette is going to regenerate the world. We're not going to lose to someone like you. So. You're... then... I was deceived! Boyd! Damn it! This should allow the people imprisoned in the ranch to escape. What about the X-spheres implanted in them? Without key crests, it's only a matter of time before they go out of control. Can't we just take the X-spheres off of them? It's dangerous to attempt to remove an X-sphere lacking a key crest. I would imagine only a dwarf could handle it. Then we can ask Dirk to do it. Yeah, let's contact my dad. We can work out the details later. Right now, I'm going to program this place to self-destruct. Ready? Are you serious? Rain, if you do that... At the very least, we'll deal a major blow to the Dazaian stranglehold over this region. If we're going to strike them, it should be thorough and decisive. Rain? Remember, Genus, we're not like them. We're different. Set the self-destruct timer for 10 minutes. Let's hurry and evacuate. I must inform Forcestus.
while I can! I have a slight problem with you contacting Lord Phocistus. He'd realize what I'm trying to do. Rodial! You deceived me! There was no order to eliminate the Chosen, was there? Collecting garb for me? Attempting to eliminate the Chosen for me? You've been quite useful, Magnus. Farewell! I hope you enjoy the afterlife! Damn it! Lord Yggdrasil! Glory to the coming age of half-elves! Was ist mit den Gefangenen geschehen? Wir haben sie alle nach Permacosta gebracht. Okay, Nier, mach, dass du hier rauskommst. Beeil dich! Was? Es wird gleich explodieren! Ich dachte, ich müsste sterben. Ich bin froh, dass allen gut geht. Und was ist mit Chocolate? Ich glaube, sie ist auf eine andere Farm gebracht worden. Verstehe. Wenn ihr noch nichts geschehen ist, kann sie immer noch gerettet werden. Ja, sobald ihr wisst, wo sich Chocolate befindet, teilt es mir bitte mit. Auch Dor wollte sie retten. Okay, ich schwöre, wir werden sie finden. Die Gefangenen tragen sogenannte X-4s in ihrem Körper. Es ist gefährlich, sie in ihrem derzeitigen Zustand zu belassen. Du musst in meinen Namen einen Brief an einen Zwerg namens Dirk schicken, der in Iselia lebt. Ich bin sicher, dass er euch hilft, sie zu entfernen. Dirk in Iselia, in Ordnung. Dann werde ich zurück in die Stadt gehen. Bitte kommt uns wieder einmal bei Permacosta besuchen. Okay. Dann muss ich aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Tales of Symphonia wieder. Ja, war ein sehr interessanter Part, wird alles noch spannend und so. Und, ja, genau. Gerechtigkeit und Stärke, das gucken wir uns noch an, diesen Dialog, oder hören wir noch uns an, wie auch immer. Chocolate hat uns verlassen, bevor wir erklären könnten, was wirklich geschehen ist. Aber, was sie gehört hat, war doch die Wahrheit. Aber es war die Schuld der Science, nicht deine. Inkompetente gute Absichten führen immer zu... Was sagst du da? Wenn du das Richtige tun willst, benötigst du die Stärke, die nötig ist, das Ziel zu erreichen. Und dir, die fehlt dir. Du warst zu schwach. Wie kannst du so etwas sagen? Leute hat... Genius, es ist schon gut. Ich gebe es nicht ganz zu, aber Kratos hat recht. Ich werde nie vergessen, was ich damals gefühlt habe. Ich werde nie vergessen, dass Marvel und die Bewohner des Dorfes ihr Leben verloren haben. Ja, so ist es. Stärke ist mehr als nur körperliche Kraft. Die Stärke vergehen zuzugeben, die Stärke sich an sie zu erinnern, genau die Stärke... Geht doch nicht immer so schnell weg, meine Güte! Boah, das regt mich so auf! Macht das Sinn? Das Spiel sagt auch, macht das Sinn! Es heißt, eigentlich ergibt das Sinn! Ha! Meine Güte. Magnus, was hast du, Lloyd? Seine letzten Worte kommen mir seltsam vor. Du meinst, weil er sich getäuscht fühlte? Ich frag mich, wer oder was ihn getäuscht haben kann, dass wir wohl nie herausfinden können. Oh, ich weiß es. Was weißt du? Magnus ist auf die Schwindler, die sich als uns ausgeben haben, reingefallen. Nein. Ah ja, das würde einen Sinn ergeben. Nein, würde es nicht. Wenn es der Fall gewesen wäre, wären die Schwindler bereits tot. Genau wie Rain es gesagt hat, das werden wir nicht herausfinden. Und Magnus ist tot, sollte uns das nicht reichen? Ja, ich denke schon. Und doch habe ich gedacht, wir hätten es herausgefunden. Und solche Dinge gehen wir voll schnell weg. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ja, wie tschüss.